Habe die Ehre, Freunde der guten Unterhaltung. Herzlich zurück bei Factorio. Wir wurden wieder unten angegriffen. Jetzt wird es echt mal Zeit, dass wir da wieder aufräumen gehen. Aber jetzt warten wir noch die Forschung ab, weil wir die Raketenstufe 4 hier gerade erforschen. 5 müssen wir machen. Schauen wir mal, wie sieht es mit dem lila Forschungspaket, mit diesem Alien-Paket aus? Da haben wir jetzt eigentlich noch genügend. Die haben eigentlich gedacht, wir bräuchten noch viel mehr dafür, dass wir das alles erforschen. Aber ist auch gut. Wenn wir das nicht brauchen, dann erforschen wir doch hier gleich die nächste Stufe. Was brauchen wir dann für das? Oh, 1000. Ja, das kann knapp werden. Jetzt erforschen wir erstmal die Raketenstufe 5. So, und jetzt hat heute geht es wieder ab nach draußen. Jetzt hoffe ich, dass ich nichts kaputt fahre. Gut, das habe ich schon mal gemeistert. Das ist die größte Herausforderung für mich. Halt, jetzt bevor wir da unten ankommen, schauen wir mal erst mal nach, was wir hier alles im Panzer haben. Also, wir sind voll beladen. Wir haben die Kanone. Wie weit reicht unser Panzergeschoss? Ah, das reicht gerade. Ah, das ist doch super. Können wir da? Jetzt da mal schon durch und machen wir hier diese Würmchen platt. Dann haben wir jetzt mal dieses Nest endlich da mal bereinigt, würde ich sagen. Und dann bleiben wir noch mal stehen und reparieren doch mal unseren Panzer wieder. Gut, dass wir so viele Reparaturkits haben. Ja, wie schon mal gesagt gehabt in den letzten Folgen, das ist schon Zeit her, ich nehme im Moment nur mit 30 FPS auf. Hat mit meinem Upload zu tun. Ich habe festgestellt, wenn ich in 60 FPS auflade mit einer dementsprechend höheren Bitrate, dann brechen die Uploads gerne ab. Ja, und deswegen habe ich jetzt entschieden, kleinere Dateien zu machen. Nicht von der Länge her, aber zumindest von der Bitrate. Und das kann ich halt machen, indem dass ich auf 30 FPS runtergehe, ohne dass ich großartige Qualitätseinbrüche habe. Ah, da kommt doch mal irgendwas daher. Schauen wir mal, was da unten daherkommt. Ja, mit 60 FPS und 12 Megabits pro Sekunde, da habe ich dann. Oh, schalte mal schnell auf das andere Geschoss ab. Mal um. Habe bei einer 15-Minuten-Folge ungefähr. Da wird dann ungefähr 1,3 GB, die ich hochladen muss. Das ist ganz schön viel, vor allem ist meine Internetverbindung nicht die beste. Es dauert etliche Stunden, bis es hochgeladen ist. Und wenn ich auf 30 FPS runtergehe und nur noch mit 8 Megabits pro Sekunde den Film render, also muss ich mich ein bisschen konzentrieren, ich bin das nicht gewöhnt. Mit 60 Bits pro Sekunde runter render. Was haben wir denn da? Da haben wir sogar einen großen Wurm. Da hatten wir, besser gesagt, hatten wir da einen großen Wurm. Jetzt muss ich mal aufpassen. Also nochmal zurück.
Okay, ja. Na. Gerade noch kriegt die Kurve. Ja, dann habe ich ungefähr 800 Megabyte die Hochlade und das ist schon einiges weniger als wie die 1,3 GB. Und damit laufen dann die Uploads stabiler, die brechen dann nicht mittendrin ab, weil ich lade dann immer über Nacht hoch. Ja, und dann wenn ich am nächsten Tag dann nachschaue und es sind halt dann bloß von einem Video die Hälfte oder anderthalb Videos hochgeladen, das ist halt dann auch nicht erfreulich. Und mit den 800 Megabyte Files, da lädt das halt einfach alles ein bisschen stabiler hoch. Heute muss ich den anderen Eingang nehmen. Obwohl. Hilfe! Ich nehme doch den da. Bin jetzt vorsichtig hier durchgefahren. Steigen wir wieder aus. Dann laden wir wieder voll. Halt nicht mich, sondern den Panzer. Und der wird jetzt repariert. Wie läuft's hier? Hier läuft's gut, jetzt ist der zu langsam. Na, da haben wir noch zwei Karten. Ach, die machen hier, brauchen wir hier gar nicht. Weil der da zu langsam ist. Kommen wir mit den Kupferrollen gar nicht Kupferkabel gar nicht hinterher. Ach, um Gottes Willen, das fehlt wirklich an allem. Zu mehr oder weniger. Die Forschung läuft, oder? Ja. Die Forschung läuft. Rote haben wir genügend, also der. Der macht keine Probleme. Der ist ja recht langsam dran. Also ich glaube, der hat bloß nur 60. So eine Minute braucht er für dieses für die Forschung. Das hat er genau 60 Sekunden. Das mal 300 Minuten. Gut, dann mit unsere Beschleunigungen. Und dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal. Ja gut, dann brauchen wir gar nicht mehr so lang. Wie sieht es mit dem hier aus? Der kriegt wieder keine roten. Der arbeitet jetzt schon auf maximaler Geschwindigkeit und dem fehlt jetzt der Kupferkabel. Und dem fehlen die Kupferkabel. Dann tauschen wir das jetzt mal einfach aus. Der kriegt jetzt da den langsameren rein und da kriegst du einen schnelleren. Fehlt wirklich da an den Kupferkabeln. Die kann man gar nicht so schnell produzieren, das gibt es gar nicht. Und es ist wieder da, dass der die gar nicht so schnell entnehmen kann. Doch, entnehmen kann es. Und jetzt da auch noch so eine schnellere Fabrik. Was fehlt mir? Kupfer fehlt mir. Das kann ich mal holen, das weiß ich, wo das ist. Nicht hinkommen. So, dann machen wir noch da noch so eine Fabrik hier. Ach, diesmal dauert es ein bisschen länger. Dann müssen wir nur erst die
die Karte mal an. Ach, jetzt fehlt es noch am Kupfer. Ah, noch. Warum fehlt es jetzt am Kupfer? Weil der Abzug so groß ist am Kupfer. Obwohl der hier nichts nimmt. Ach, da findet man die jetzt wieder. Mit seinen Solarpanels. Wie viel haben wir da? 10. Schaut man mal aus. Das heißt, bis wir hier einfach den Stack wieder voll haben. Also bis der noch 50 produziert hat. Da könnte man also einen schnelleren brauchen. Ja, die Kupferkabel. Das ist irgendwie so der Engpass im Moment. Was braucht uns denn alles Kupfer? Können wir jetzt eigentlich doch noch so einen Ofen reinsetzen? Hier wäre noch Platz. Warum machen wir das nicht einfach? Halt, da muss ich weggehen. Dann brauchen wir 2 Greifer. Und den Masten, den stellen wir. Das ist der kleine wieder. Dann stellen wir hier nur den großen dazu hin. Ja. Der muss natürlich bestickt und genommen werden. So. Da läuft die Sache doch schon ein bisschen schneller. Damit sollte jetzt halt auch da oben ist ein bisschen wieder schneller laufen. Der hat noch, oder? Hat der noch? Der hat nichts mehr. Oder? Der hat jetzt, ne? Der hat schon nichts mehr. Wie sieht es bei dem aus? Der hat noch. Der hat noch. Die haben alle noch was. So. Dann setzen wir einfach hier unten nochmal einen hin. Und zwar hier hin. Ja. Wenn ich weg bin. So, jetzt. Die können wir sogar noch eins weiter rechts rübersetzen. Dann nehmen wir das auch noch gleich mit. So. Dann läuft das hier auch recht gut. Hier unten mit dem Kupfer läuft es auch besser, oder? Ja. Ah, und was fehlt es jetzt? An den Prozessoreinheiten. Das kann aber gar nicht. Ach, weil der nur 2 macht. Aha, aha, aha. Der hat keine rote. Können wir doch den hier auch gleich mal ein bisschen beschleunigen. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen overpaced. So. Dann nehmen wir das da nochmal schnell zur 1er. Und machen wir da die 1er Module einfach rein. So. 2 heraus, 2 heraus. Dann noch 1er. Ja, das reicht, glaube ich, eigentlich. Ja, obwohl, ich mach den 4. jetzt auch noch voll. Hm.
Noch mehr Kupfer wird es gehen. Ja, wird schon gehen. Denke ich mal. So. In der heutigen Folge machen wir keinen Ausflug mehr, aber in der nächsten machen wir nochmal einen Ausflug. Wo fahren wir das mal hin? Ich will dann nochmal hier runter. Schauen mal, wie weit wir kommen. Bis dann, macht es gut, Servus und für gut.